und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Soul Reaver 1. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben und haben einige Kistenrätsel gemacht. Ich glaube, der Counter liegt jetzt bei 7 oder 8. Denke ich mal. Könnt ihr gerne mitzählen. Und ja, nun kommt eine sehr interessante Sequenz. Würde ich mal so sagen. Beziehungsweise wir müssen dafür erstmal in die materielle Ebene. Ich muss aber erstmal mein Headset und mein Mikro richten. Irgendwie sitzt das gerade nicht alles. Tada! Und das Gitter fällt. Was uns jetzt wohl erwartet. Sieht jetzt schon nicht vertrauenserweckend aus. Zeig dich, Kreatur. Erkennst du mich nicht, Bruder? Habe ich mich so verändert? Melchior? Du hättest bleiben sollen, wohin dich der Gebieter schickte, Raziel. Du wirst feststellen, dass Norsgott weniger angenehm ist, als du es in Erinnerung hast. Was ist aus meinem Clan geworden? Antworte mir, kleiner Bruder, oder ich prügle die Antwort aus dir heraus. Alle fürchten sich, mein Bruder. Du bist erwacht in einer Welt der Furcht. Diese Zeiten der Veränderung bringen alles so durcheinander. Glaubst du, ich verspüre kein Ekel vor dieser Gestalt? Glaubst du tatsächlich, dass unser Gebieter sein Reich für das Erbe eines Emporkömmlings riskieren würde? Genug Rätsel, worauf willst du hinaus? Du bist der Letzte, der sterben wird. Ja, und das meint er sogar wörtlich. Ganz früh habe ich mich gefragt, was ich denn machen soll, denn Pflege und so weiter bringen bei ihm gar nichts. Alter, jetzt mach nicht dasselbe wie hier an der PS1. Ich hoffe, ich habe ihn getroffen. Scheinbar ja. Ich glaube, das Gitter ist zersprungen. Als ich noch kleiner war, wusste ich nicht, was ich machen sollte. Es ist jetzt die Fanfrage, ob er weiß, wo wir sind, oder... Beim letzten Mal habe ich es ganz gut hingekriegt. Wir warten noch mal ein paar Sekunden. Ob man selber kommt, oder ob wir ihn wirklich hinlocken müssen. Er kommt von selber. Jo. So. Ich laufe jetzt extra hier Jo. Bleib da aber bitte auch drin. Sag mir, Melchior, wo finde ich keinen? Der Gebieter ist unerreichbar für dich, Raziel. Er zeigt sich, wenn er dies für richtig hält, nicht auf dein Verlangen. Ach du grüne Neune. Das Ding hat aber viele Zacken. Ich bin frei. Frag mich immer noch, warum das Bier ab 16 ist. Und ich ab 18. Allein wegen der Szene. Habe ich mit 6 oder 7 gespielt. Unglaublich. Das hast du gut gemacht, Raziel. Ich weiß. Bin ich so tief gesunken? Bin ich verteufelt? Ein Brudermörder? Aufgestiegen bist du, Raziel. Nicht gesunken.
Mit Melchias Seele bist du um eine Gabe reicher. Barrieren wie diese sollen dir deinen Weg auf der spektralen Ebene nicht verstellen. Konzentriere deinen Willen darauf, sie zu durchschreiten. Und es wird geschehen. Ja, und hier sieht man eigentlich auch, was passiert, wenn... Oder jetzt, was passiert ist, als wir Melchior getötet haben. Wir haben uns nämlich seine Gabe einverleibt. Weil, falls ihr das gesehen habt, er ist ja, bevor wir hier das Ding betätigt haben, ist er ja hier durchgeglitscht. Und Kane konnte das im allerersten Teil, also im Plattform 1, konnte er das ja nur in Nebelform. Raziel kann das jetzt in der spektralen Ebene, indem er einfach nur dagegen läuft. Was eine sehr coole und nützliche Fähigkeit ist. Ich würde sogar sagen, neben einer anderen Fähigkeit mit das Wichtigste. Wobei eigentlich sind... zwei sind wichtig. Die anderen beiden... sind so lala. Wobei da sich, glaube ich, auch die Meinung... Oder zumindest bei der einen die Meinung so ein bisschen auseinandergehen. So, die eine Seele nehmen wir uns mal kurz. Ach, es sind sogar zwei. So. Waffe brauchen wir diesmal nicht. Denn da, wo wir jetzt gleich hingehen, brauchen wir keine Waffe. Pärchen. Und natürlich stehen hier genau die anderen beiden. Kehr zum Heiligtum der Clans zurück, Raziel. Durch Melchias Seele hast du die Möglichkeit, dort hineinzugelangen. Doch nimm dich in Acht. Diese Ruine ist zwar verlassen, nicht aber unbewohnt. Es ist so gruselig, dass ich einfach die Texte mitsprechen kann. Ich versuche mich echt hier zusammenzureißen. So, ich springe jetzt übrigens absichtlich hier rein. Ihr kleines Luachs. Luachse. Dann ratschen wir Schiss. So, das ist das Erste, was ich holen will. Denn jetzt erfahrt ihr auch, was es mit diesen Dingern hier auf sich hat. Mit diesen Artefakten stärkst du dein Durchhaltevermögen und kannst deine materielle Manifestation länger aufrechterhalten. Sammle 5, um das Emblem zu vervollständigen und deine Kraft zu stärken. Ja. Das sind quasi, ja, Lebenserweiterungssteine, sag ich mal so. Das heißt, wie der Ältere, weißt du, das komische Vieh, gesagt hat, wir brauchen 5 davon und dann erhöht sich unsere Lebensenergie. Ich bin immer noch der Meinung, ich kenne nicht alle Aufenthaltsorte dieser Steine. Weil ich nie mit dem letzten Lebensgeist, sag ich jetzt mal, rausgegangen bin. Das heißt, es wird irgendwo noch was geben, was ich noch nicht kenne. Ich werde mal gucken, ob ich alles finde. Zumindest, ich kenne das meiste, sag ich mal so. Es wird, glaube ich, ein oder zwei Dinge geben, die ich nicht kenne, wo ich tatsächlich nachgucken muss, wo sie sind. Und dementsprechend mache ich das dann auch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das letzte nicht vervollständigen kann. So. Und das, was wir jetzt tun, ist auch eine kleine Hilfestellung vom Spiel, sage ich mal. Aber zuvor, bevor wir hier uns um das Rätsel kümmern, alle, die Blood Omen gesehen haben, können ungefähr erahnen, was das hier ist, denn ich werde hier vielleicht mal eine Karte einblenden. Wahrscheinlich links die Karte aus Blood Omen und rechts die Karte von Soul Reaver vielleicht. Oder zumindest zeigen, wo wir jetzt uns ungefähr befinden.
Denn wir sind tatsächlich in der Nähe von Mupraptos Gebiet aus Blood Omen 1. Deswegen ist das hier nämlich auch quasi so ein, ja, der Kopf von Mupraptor. Was man sehr gut daran erkennen kann, dass die Augen sowie auch der Mund zusammengenäht sind. Denn auch hier, Spoilerwarnung für alle, die Blood Omen 1 nicht gesehen haben oder nicht kennen. Denn Mupraptor hat sich als seine Geliebte, die Hüterin des Geistes damals war, beziehungsweise das Gleichgewicht, was der Kane jetzt ist, Ariel hieß sie. Als sie gestorben ist in Blood Omen 1, direkt im Intro, hat er sich vor Kummer die Augen und den Mund zusammengenäht, um sich halt quasi vor der Welt abzuschirmen, und er hat quasi mit dazu beigetragen, meine ich zumindest, ich mir recht entsinne. Blood Omen ist, wie gesagt, schon ein bisschen her. Habe ich auch nicht ganz so oft gespielt. Und war halt der Auslöser dafür, dass der Kreis halt verdorben wurde. Weil er halt ohne Ariel nicht leben konnte. Und er ist dann halt immer wahnsinniger geworden. Und hat sich und die anderen Hüter quasi, ja, in den Abgrund gestoßen. So, und hier schmeißen wir jetzt kurz die Säulen um. Ich weiß, ich habe schon wieder zu viel geredet. Und wir gucken, was jetzt passiert. Das ist mir eigentlich ganz interessant. Interessant, so. So, dann gehen wir mal in dieses Licht und schauen, was mit Razi passiert. Hast du diese Glyphs einmal erworben, erlangst du durch sie Kunde über die Elemente. Doch jeder Zauber kostet dich Energie. Verwende diese Fähigkeiten sparsam und mit Bedacht. Ja, wir haben Glyphs zur Auswahl, die wir am PC ist es Enter, an der Konsole weiß ich nicht, wieder Select oder Start, ich weiß nicht genau, wo wir uns jetzt hier auswählen können. Auch das ist spiegelverkehrt, das ist ätzend. Wo wir uns die jetzt auswählen können, und ich mache das einmal kurz. Achso, vielleicht auch die richtige Taste wählen, wäre ganz sinnvoll. Damit können wir Gegner wegstoßen. Ich halte von der Fähigkeit tatsächlich nicht viel. Es gibt eine einzige Glyphe, von der ich wirklich was halte. Das dauert aber, bis wir die kriegen. So, in diesen Feldern hier können wir sie aufladen. Wir können zweimal diese Fähigkeit anwenden. Links sieht man, wie viel die Glyphe verbraucht, und rechts halt, wie viel wir maximal haben. Achso, speichern wäre gar keine so schlechte Idee. Denn ich nehme jetzt ja schon eine ganze Weile auf. So. Weiter geht's. Jetzt müssen wir natürlich wieder ins Wasser. Das Geile ist, ich höre nebenbei tatsächlich die Musik, wie ich damals tatsächlich durch zu Legacy of Kain gekommen bin. Also, es war auf... Warte, ich muss mal so machen. Denn ich weiß noch, ich habe, glaube ich... Ich meine, ich war 7. Keine 6, ich war 7, meine ich. 7 oder 8, glaube ich. 6 wäre zu jung. Ich meine 7 oder 8. Da habe ich die PS1 und die Konsole... ja, die PS1-Konsole. PS1 und dieses Spiel gekriegt. Inklusive auch noch Medieval und ich glaube Fußballmanager 98, meine ich. Und es war auf jeden Fall so, dass ich damals nicht weiterkam in diesem Spiel. Ich bin bis zu dem Abyss gekommen. Weiter bin ich nie, habe ich sie geschafft. Wobei der erste Cut war tatsächlich direkt am Anfang, wo man über die
oder wo man lernt zu gleiten. Da war der erste Cut quasi. Der zweite Cut war dann direkt beim Abyss. Da bin ich dann nicht weitergekommen. Da bin ich dann in ein extra Gebiet gekommen. Und dann habe ich irgendwann, weil dann haben wir, ich glaube, da war ich 9. Da haben wir dann Internet gekriegt. 9 oder 10? Bin mir unsicher. Ich glaube mit 9. Und ich weiß noch, dass ich damals meine Mutter gefragt habe, ob es im Internet Videos dazu gebe, damit ich weiß, wie ich weiterkomme. Und ich weiß gar nicht. Ich muss gerade mal überlegen. Nein, ich war älter. Ja? Nee, 2009. Wie war ich? Ja, alt war ich 2009. Okay, mit 10 oder 11 haben wir Internet gekriegt. Und da habe ich sie dann, wie gesagt, gefragt. Und wir haben dann im Internet geguckt. Und dann gab es erst ein Lied, was wir gefunden haben, mit oder von Legacy of Kain. Vom fünften Teil und vom vom dritten Teil. So, ich kann der auch so drehen. Dauert nicht so lange. Und das war damals mit der Musik von Nightwish. Also einmal von ich glaube Era hieß die. Das Lied Amino, glaube ich. Und danach das Lied von Nightwish. Also direkt so in einem Mix drin. Und dazu dann, wie gesagt, so ein Musikvideo halt. Und da habe ich dann halt herausgefunden, dass es noch mehr Teile gibt. So dass ich dann eine PlayStation 2 wollte. Und muss mir überlegen. Ich glaube, direkt am selben Abend haben wir dann auch noch herausgefunden, dass es sowas wie Let's Plays gibt. Und der damalige Let's Player, bei dem ich das geguckt habe, der hat Story über 1 und 2 aufgenommen. Dadurch bin ich auch auf die Jack & Dexter-Reihe gekommen damals. War halt hauptsächlich wegen Soulreaver habe ich das geguckt. Und ich weiß noch, dass meine Mutter mir das damals auf CD sogar noch gebrannt hat, damit ich das dann nachts zum Einschlafen hören konnte. Ich weiß, das klingt total bescheuert. Ich kam auch nicht auf die Idee, das war wirklich meine Mutter. Weil ich halt das Spiel so habe, auch immer noch liebe. Und stimmt. Dann habe ich eigentlich fast täglich die Videos dazu geguckt. Kam dann auch endlich im Spiel weiter. Ich glaube, desto weiter ich im Spiel vorankam, desto mehr bin ich dem Zocken verfallen. Ich überlege gerade. Macht mehr Sinn, wenn wir dahin reisen. So. Und ja, da bin ich dann eigentlich so wirklich auf die Legacy of Kain-Reihe gestoßen. Das ist die falsche Richtung. Wir sind nämlich hochgegangen. Ich weiß auch noch, dass als ich dann eine PS2 hatte, Blood Omen 2 habe ich mir selbst gekauft. Und Soul Reaver 2 habe ich, glaube ich, damals von meinem Onkel gekriegt. Defiant habe ich mit meinem Vater gespielt, am PC noch. Also man konnte es nicht zusammenspielen, aber ich habe ihm halt bald zugesehen. Und das habe ich dann irgendwann auch für Konsole gefunden. Und dann ganz zufällig im Laden, ich glaube 2 Straßen weiter bei uns damals, das war so ein Gebrauchtwarenhändler, habe ich dann durch Zufall Blood Omen 1 gefunden. Und dann, ich glaube, ich habe
eine halbe Stunde lang meine Mutter angebettelt, weil das Spiel tatsächlich ab 18 war. Und meine Mutter sich geweigert hat, das zu kaufen. Ich habe sogar noch Geld dazugelegt. Ich glaube, das war damals mein Ostergeld. Ich weiß nicht mehr genau. War, glaube ich, auch eine Woche, nee, einen Monat, nachdem ich Final Fantasy X gekauft hatte. War damals von meinem Taschengeld, da habe ich schon Taschengeld gekriegt. Und das ist, sind eigentlich wirklich so die Anfänge, wie ich zu Legacy of Kain kam. Man mag es nicht glauben, das war sogar die Kurzfassung. Und für alle, die sich jetzt fragen, was ich hier eigentlich tue, warum ich jetzt dieselben Wege hier nochmal ablaufe, ich hole jetzt schon mal ein paar Extras, die uns im weiteren Spielverlauf helfen. Von denen ich nämlich weiß, dass die hier sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich kürzer war, der Weg, oder ob ich lieber einmal bis hätte rausgehen sollen. Aber so hatte ich auf jeden Fall mal die Zeit, ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube, die Geschichte, wie ich zu Legacy of Kain kam, habe ich in Blood Omen 1 schon erzählt. Aber ich weiß nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Wenn ja, dann tut's mir leid für alle, die das schon mal gesehen haben, gehört haben. Für alle, die jetzt gerade neu einschalten, ich habe euch doch ein Päckchen gelassen mit Erinnerung. So. Wir sind schon bei 21 Minuten. Das ist ja schrecklich. Rein theoretisch müsste ich einen Cut machen. Weil bis zum nächsten Mal schaffe ich es, glaube ich, nicht. Gut, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich einfach wieder. Dann mache ich halt zwei Parts noch. Weil das nächste Gebiet, was kommt, das werde ich nicht in einem Part schaffen. Ich bete, dass da nicht dasselbe Soundpack kommt wie bei der Steam-Version. Aber ich werde jetzt hier trotzdem erstmal einen Cut machen. Und wir sehen uns gleich wieder. Also, ciao!